Hey yo und herzlich willkommen zum YPL-Spieltag Nummer 6, wenn ich mich nicht täusche. 6? Nee, 5. Spieltag 5. Gegen den lieben Phoenix mit seinem Team Quarterback Quagsire. Und ja, ihr seht, sein Team ist eingeblendet. Ich möchte, ihr seht, ihr habt schon am Hintergrund wahrscheinlich gemerkt, bevor ich, also sein Team ist eingeblendet. Aber wir haben heute den 1. April, wir haben Trash-Sprites. Vielleicht wird der YSML-Kampf heute auch noch so aufgenommen. Ich weiß es nicht. Da kommt ja um 18 Uhr. Ich weiß nicht. Aber das war, habe ich auch gar nicht dran gedacht, als ich den Termin ausgemacht habe. Aber egal. Könnte lustig sein. Ich hoffe, ich verkacke dadurch nur nichts. Irgendwas. Naja, war Phoenix-Team. Besteht aus im X-Tier Samazenta. Im S-Tier hat er Pixie und Rotom Wash. Im A hat er Gryfeldus und Xerox. Im B hat er Amphira und Schlapfel. Im C hat er Ognatol. Im CD-Tier hat er Milktank und Mega Phyrnontor. Und im D-Tier hat er Wolverok Tark. Ja. Strongest Team. Ich habe ein bisschen Angst davor, vor allem vor Rotom Wash und Samazenta. Bisschen Angst ist auch ein bisschen vor Gryfeldis, weil das Ding mich auch an manchen Stellen vielleicht ein bisschen wallen kann. Milktank könnte gefährlich sein und Ognatol könnte an einer Stelle gefährlich sein für mein Team. Ich könnte es mir sogar recht gut vorstellen gegen mein Team, auch wenn ich Hooper unbound habe. Aber es ist halt gut gegen Restadero, maybe gegen Argoyon, wenn ich keine Finster Aura spiele. Gilt gegen Mermo ist es ganz okay. Es tankt auf jeden Fall ein Icicle Crash. Gegen Empoleon kann es kontern mit EQ oder ähnlichem. Gegen Volvox, das ist ein Hard-Counter. Gegen Elfo macht dagegen auch nicht so viel. Trifft Zepli, könnte dagegen halt was machen. Und ist die komplette Wall für Qualilu. Zumindest für meins. Aber dazu kommen wir später. So, wir kommen zu meinem Team. Wir spielen physisch-defensives Moltres mit Heavy-Duty Boots und Flame Body für Samazenta. Für mehr ist es gar nicht da. Es sollen nur in Samazenta reinkommt. Mit Roost, Toxic, Air Slash und Flamethrower. Komplett physisch-defensiv, Tank, glaube ich, 3 Close Combats. Wenn ich mich täusche, Tank doch safe ein Wild Charge. Frisst dadurch noch selber Damage, was halt ganz cool ist. Und wir riskieren keinen Chip Damage durch durch Rocks. Dementsprechend, wahrscheinlich werde ich eh wieder genockt. Ich sehe es doch schon kommen. Als nächstes haben wir Void Terminal und seinen Naganadel mit Black Sludge und Beast Boost. Weil wir können keine andere Fähigkeit haben. Und wir sehen schon Black Sludge. Ich mache das. Er hat halt ein Amphira im Team und ich mache halt das typische Amphira-Set gerade im OU oder anderen Tiers. Im OU sieht man es tatsächlich auch gelegentlich. Mit Subtoxic. Wir können leider kein Protect spielen, was ein bisschen nervig ist, weil wir brauchen Sludge Wave und Flamethrower. Weil, wenn er Magic Guard Pixie ist, machen wir sonst nichts dagegen. Und ansonsten können wir halt nichts gegen. Wie heißt das Ding? Xerox machen. Deswegen brauchen wir auch den Flamethrower. Gut, gegen Amphira müssten wir halt den Sub zuerst rausbekommen, was wir durch das Inner Investment eh hinkriegen, weil ich habe komplett Full Speed gemacht. Woanders brauche ich, oder ich weiß nicht, ich will nicht, dass er auf irgendwas Speed creept und dann ich den Speed Creep verliere. Dementsprechend machen wir das so. Wir spielen Full Speed. Ja, das ist Naganadel. Ich hoffe, es funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass es komplett in die Hose geht, aber Naganadel bringt mir halt sonst in dem Matchup auch nicht so viel. Weil er könnte auch Unaware Pixie spielen, was für das Set natürlich ideal wäre. Aber für ein anderes Set ist halt manchmal ein bisschen nervig. Weil, naja, ich könnte mir vorstellen, weil meine Mons leicht dazu neigen zu Setupen, könnte ich mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Dann haben wir Majora, unser Hooper Andor mit dem Expert Belt und Magician. Mit Hyperspace Fury, Fire Punch, Gunshot und Drain Punch. Wir spielen ja komplett physisch offensiv mit Full Speed, Full Attack. Wir haben auch ein, warum haben wir das Minus-Death-Wesen? Irgendwas hatte ich damit geplant. Und das habe ich anscheinend wieder geändert. Holy shit, was habe ich getan? Stimmt, ich habe noch Psychic drauf gehabt. Und ich sollte es auch... Nee, brauche ich gar nicht. Ist egal, wir können Element spielen. So, ich wollte nämlich zuerst für Samazenta, aber Samazenta killt uns eh in jeder Welt. Obwohl... Ach komm, scheiß auf Drain Punch. Wir spielen Psychic, vielleicht kriegen wir mit Elfun noch vielleicht irgendwas raus. wir spielen Psychic, holen uns wieder das alte Wesen. Es hat schon seinen Sinn gehabt, warum ich das so gemacht habe. Und ja, machen wir es lieber so. Vielleicht funktioniert es ja, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Dann als nächstes haben wir Lucifer, unser Raikou mit den Leftovers und Pressure, mit Sub Mindset, mit T-Board und Shadow Ball. Reicht für sein ganzes Team eigentlich. Wofür war das Shadow Ball? Genau, für Ognatol. Weil sonst komme ich an dem Ding nicht vorbei und alles andere wird neutral davon getroffen, außer Schlapfel. Vom T-Bolt und den kriegen wir mit keine Ahnung wie viel plus was Shadow Ball auch irgendwann weg. Ja, genug Speed, ich glaube, ich habe auf irgendwas von mir selbst gespeed creept, falls er darauf speed creept.
Und dann halt Full Attack mit Modest und ja. Als nächstes haben wir Lotso, unser Komala mit Choice Band. Und der böllert halt alles weg, außer Orgnatol. Auch gut, ein Samazenta ist auch ein Two-Hit, was auch ein bisschen nervig ist, aber ist fein. Falls er den rein switchen, wie ich möchte. Was ich nicht glaube, aber man weiß ja nie. So, sprich, wenn Orgnatol weg ist, kann Komala gegen viele seiner Monster auf jeden Fall reinböllern, weil wir sind schneller als ein nicht investetes Rotom Wash, wenn das komplett defensiv spielt oder bulky offensive, I don't know. Sind wir auf jeden Fall schneller, haben glaube ich noch irgendwie 2-3 Speedpunkte extra drin. Ja, dementsprechend, Lotso kann was machen, wenn es die Chance dazu bekommt. Allein wegen Grifeldes und so weiter könnte das vielleicht ganz cool sein. Ja, als nächstes haben wir Alma, unser Whimsicott mit der Pixie Plate, weil, keine Ahnung, ich wusste echt kein weiteres Item, was ich daraus spielen soll. Und Prankster mit Defog, Tailwind, Moonblast und U-Turn. Man kann sich vorstellen, Tailwind ist halt ganz geil für vor allem Hooper Unbound, weil der kann einiges machen. Und der Rest ist halt so, ja, ein bisschen Supporter, ein bisschen Pivot. Man weiß ja nie. So, wir spielen Full Speed, Full Special Attack, weil ich weiß halt echt nicht, ich wusste echt nicht, was für ein letztes Mal nicht mitnehmen soll. Das war ein bisschen nervig, weil viele meiner Mons bringen halt echt nicht viel gegen ihn, was ein bisschen belastend ist, aber nun gut, wir wollen ja nicht weiter drüber herumreden. Ja, ich warte jetzt auf seine Einladung, beziehungsweise dass er mir auf Discord antwortet. Ich wollte das nur schon mal gemacht haben, damit es direkt losgehen kann, und ich würde sagen, ich setze den Cut, bis seine Einladung da ist. Bis gleich. Okay, seine Einladung ist da. Es hat jetzt fast 50 Minuten gedauert, aber es kann jetzt losgehen. So, YPL Phoenix. Wir checken nochmal schnell, ob das Team Validate ist. Bevor jetzt irgendwas schief geht. Funktioniert. Und YPL Phoenix. Ich würde sagen, wir akzeptieren. Und gehen rein in den Kampf. Und er hat dabei einen Mon, was auf jeden Fall kein Sprite bekommen hat. Nämlich Wolverock Tag. okay. Team checken. So. Ja. Er hat dabei Samazenta, Clef und Rotom, Orgnatol, Wolverock Tag, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und Sheerock, damit habe ich gerechnet. Okay, ist schon mal cool, dass kein Amphira dabei ist. Das ist schon mal sehr entspannend. Ich würde sagen, ich leade. Warum hast du Exodia? Wie unfair ist das? Wie krass. Okay, wir wollen uns konzentrieren. Ich bin schon fast dazu verleitet, mit Naganade zu leaden, weil er in den meisten Matchups außer gegen Samazenta ganz cool dasteht. Ja. Das ist mein aktueller Way to do, I think. Ja, komm, Naganade, let's go. Das sollte passen. Okay, meine Mitbewohner spielen gerade Minecraft. Ja, natürlich. Natürlich leadet er direkt mit Samazenta. Es war so klar. Ja, komm, wir gehen Moltres, das ist unser Safe Switch. Psychic Fangs kommt nämlich. Und damit können wir eigentlich schon mal rausfinden, was für ein Set er ist. Moltres gegen Samazenta. Sagen wir, Oyo Choice Scarf. Ja, der ist schon mal kein Band. Ist schon mal sehr entspannt. Und ich würde sagen, wir toxicen einfach mal direkt drauf los, ne? Ja, Clef kommt rein. Wir finden auch direkt heraus, was das für ein Clef ist. Und er ist Magic Art. Gut zu wissen. Schön. Ich bin dazu verleitet, in Lucifer zu gehen, weil ich Angst vor dem T-Bolt habe, weil das auch ein offensives Set sein könnte. Wir wissen ja noch nichts darüber. Ich kann auch einmal roosten. Mal schauen. Moltres gegen Clefable. Sagen wir mal, Oyo Call Mind. 252. Modest, Magic Guard, Life Orb. Mit Thunderbolt. Sollte sein stärkster Move gegen mich sein. Und der macht echt viel Schaden. Holy shit. Der macht bis zu 80% fast. Oh, das ist fast so viel, wie ich habe.
Habe ich ein bisschen Schiss vor gerade. Ich möchte ungerne gerade eigentlich irgendwie drin bleiben. Wenn wir jetzt in Raikou gehen. Das ist das Stärkste, was er drücken kann, Moonblast. Und der macht halt auch ordentlich Damage. Gegen Moltres bin ich ja gerade drin. Komala macht er sogar zum Teil am wenigsten. Hooper killt er. Whimsy killt er mit Flamethrower. Und Raikou macht das echt viel Schaden. Ich könnte gucken, ob ich schneller bin und. Ah, nee, kann ich nicht tun. Kann ich nicht tun. Ah, ich hasse es. Okay. Neuer Plan, maybe? Ah, nee, komm, ich muss in Lucifer, ich muss rausfinden, was das für ein Clef ist. Er ist Call Mind. Okay. Kritisch. Das sind wir auch. Das können wir auch, was er kann. Wir haben prinzipiell sogar noch einen Sub. Und wir sind auf jeden Fall auch schneller. Ja gut, schneller sind wir so oder so. Können wir machen, was wir wollen. Okay. Weiter Call Mind. Ja, das kann gerade ganz böse Ausmaße nehmen. Richtig, richtig böse Ausmaße. Ich geh jetzt in deinen Sub. Okay. Damit ist er ein vor mir. So, Call Mind kommt. Okay, er will mich aus dem Sub holen. Drücken wir Call Mind. Er drückt Moonblast. Macht uns nicht so viel. Ich gehe nochmal auf Call Mind. Um über ihn zu sein. Okay, jetzt sind wir beide plus 4. Jetzt ist scheißegal. Jetzt heißt es raufböllern. Raufböllern wie blöde. T-Bolt. Hat auch nur 30%. Aber er hat leider einen kleinen Vorsprung gegenüber mir. Und droppt mein Special Attack. Das ist nicht cool. Ja, das heißt jetzt eigentlich nur noch raufböllern. Let's go. Was anderes kann man gerade leider nicht mehr tun. So. Okay, er hat Softbolt. War vorab zu sehen. Aber wir müssen dagegen anhalten. Ich muss weiter auf T-Bolt gehen. Kann ich leider nichts anderes machen. Dann killt mich jetzt. Okay. Ich weiß halt leider nicht, wie viel Speed er hat. Das ist, glaube ich, gerade mein größtes Problem. Okay. Aber wir können das schon mal herausfinden. So, wir waren beide plus 6. Plus 6, plus 6, plus 6, plus 6. Er ist nicht Full Attack. Er ist auch nicht Modest. Ah doch, Modest könnte er sein. Ja, Modest könnte er sein. Und er hat ein bisschen Special Attack. Ah ne, warte, ich guck gerade auf die falsche Attacke. Er griff ja mit Moonblast an. Ja, dann ist er non-invested. Wahrscheinlich komplett Fist-Staff. Oder? Nee, ist der Spätstaff? Ist der Spätstaff? 252. Ja, der ist Special Death. Das gibt ja schon mal eine gute neue Info. So, Hooper. Ich muss auf Gangshot klicken. Ich glaube, eine andere Wahl habe ich gerade gar nicht mehr. Komala ist vielleicht langsamer. Obwohl, nee, kann gar nicht sein. Er spielt wahrscheinlich kein Speed Investment. Können wir ihn maybe rausscaren? Wir müssen trotzdem auf Sleep Talk gehen. Wir müssen leider trotzdem auf Sleep Talk gehen. Aber er wird nicht Full Speed Timid spielen. Never ever. Müssen wir jetzt leider machen. Okay. Okay, 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 okay. Hilfe. Ein plus 6 Clefable mit Magic Guard. Hilfe, Hilfe. Aber wenn das Ding. Okay, er geht in Scissor sogar. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir können schneller sein. Ich gehe einfach nochmal auf Sleep Talk. Okay, er geht in den. Das ist aber in Ordnung.
Da können wir eigentlich in Alma gehen, oder? Ja, doch. Oder? Mal schauen. Schauen wir mal. Oh, you Dual Hazards. Gegen. Gut, mit Kamala machen wir nichts gegen ihn. Whimsicott. Macht er nichts. Wir machen ihm 50% Roundabout, wenn er Fistef ist. Wenn wir zum Moltres gehen, können wir. Ich weiß jetzt sein Set nicht. Ich gehe in Whimsy. Er drückt Shadowclaw tatsächlich. Alter, der hat Balls. Aber das gibt uns neue Infos. Machen wir mal Shadowclaw. Ich habe das ganz böse Gefühl, wir werden das verlieren. Irgendwie schmeckt der Kampf gerade nicht. Okay, er hat meinen Whimsicott 36% gemacht. Das heißt, er hat Angriffsinvestment. Könnte er Full Attack sein? Könnte er tatsächlich. Dann wäre es aber ohne Adamant. Oder hat einfach nur Investment. Das kann auch sein. Okay. Kann er uns irgendwie killen? Ich glaube nicht. Okay, wir gehen auf Moonblast einfach. Wir gehen Scissor. Ist vollkommen fein. Wir brauchen jetzt hier den Bullet Punch nicht risken. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir machen immer schön viel Schaden gegen Scissor. Aber ich möchte den Bullet Punch jetzt nicht fressen. Ich weiß zwar nicht, wie viel er macht, aber ich denke genug, um mir weh zu tun. Er drückt sogar einen Knock-up. Alter, der Balls ohne Ende, der Typ. Okay. Okay, jetzt klingelt es auch noch. Wir gehen auf den Air Slash. Flamethrower wäre wahrscheinlich der mehr richtige Play. Das ist in Ordnung. Flinch. Scheiße. Okay. Anderer Plan. Neuer Plan, neues Glück. Wir gehen jetzt in Hooper. Drücken einfach Gangshot. Einfach jetzt rein in die Olga und bitte treffen. Bitte jetzt einfach treffen. Hooper, bitte. Bitte triff. Das ist wichtig. Ja, er hat, Oh nein. Er hat die Anti-Dingsbeere. Okay. Wir haben es getankt. Er spielt endlich echt die Anti-Giftbeere. Holy shit. Hilfe. So, aber wir können noch mal was nachkalken. Ein bisschen genaueres. Über sein Clefable. Oh, your call mind ist das. Der Gangshot. Er ist nicht Fistel. Das haben wir ja schon herausgefunden. Er ist Bad Steph. 252. Moonblast. Es kommt hin vom Schaden. Und an der Stelle können wir ihn eigentlich auch mit. Moment. Er ist Bad Steph. Psychic reicht sogar an der Stelle. Das heißt, wir könnten auf Psychic gehen. Ich glaube, Fire Punch macht noch mehr. Aber wollen wir nochmal schauen. Gangshot. Mit der Minusbeere. Mit der Kaibi-Beere. Kasi-Beere ist das, oder? Habe ich mich verlesen. Ne, Kebia. Kebia-Beere. Kebia-Berry. Hat das 75% gemacht? Ja. Das war eine recht gute Roll. Und an der Stelle sollte der Fire Punch killen. Sag mal, Center. Oh, wäre ich auf Psychic gegangen. Fuck. Missplay. Leider ein Missplay. Okay. Dann müssen wir rausgehen. Jafar. Lost Comet kommt. Der nächste killt uns nicht. Das ist gut. Wir gehen auf Roost. Okay, er ist schon mal kein. Ja, Flame Buddy. Oh mein Gott. Das war das Sack mir wert. Okay, er ist kein Scarf. Und nichts. Ah, oh, genau dafür war Flame Buddy da. Hilfe. So. Der ist tot. Jetzt kann ich neue Sachen nachschauen. Er hat mir mit Close Combat Moltres behalten wir mal. Sag mal, Center.
Uber Choice Band. Er ist nichts davon, aber ich rechne mal mit Scarf, ist halt vom Schaden her. Recht obvious. So. Okay. Plus 24, das haut nicht ganz hin. Er ist Adamant denn. Ja, dann haut's hin. Dann ist er Adamant. So, wenn wir jetzt sagen, wir gehen in Naganadel. Und er ist Burned. Wie man ja gerade herausgefunden hat. Wo finde ich den Status denn jetzt? Bitte, bitte, Status Healthy. Burned. Geil. Macht er gar nichts mehr. Dann macht er echt nicht mehr viel. Auf Hooper. Na gut, Hooper killt er trotzdem. Wasch mit Lotso. Nein, Lotso möchte ich eigentlich gerade noch nicht gehen. Plus Comet killt trotzdem. Und wir haben Alma. Wir gehen auch in Alma. Und drücken einfach Moonblast. Let's go. Er hat keinen safen Switchen mehr. Er hat keinen safen Switchen mehr. So, geil. Geil, geil, geil. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool und sehr, sehr wichtig. So, Clef ist weg. Halleluja. Clef Fotzi ist weg. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. Schon mal sehr, sehr wichtig auch. So. Was kann er jetzt noch machen? Ja gut, einige Optionen hat er da. Der kann auch einiges machen, aber es sieht halt gerade nicht so schlecht aus. Wir wissen noch nichts über das Samazenta, welches Item es haben könnte. Er geht wieder in sein Scissor. Aber wir bleiben da nicht drin. Ich brauche Elfrun halt noch. So. Das macht Schaden. Der ist Choice Band. Aber sowas von, oder? Scissor. Scissor. Choice Band. Bullet Punch. Ist nicht banded. Holy shit. Ist aber egal. Wir lassen den droppen. Ist vollkommen in Ordnung. So. Wir gehen jetzt raus in Naganadel. Und verstecken uns, würde ich sagen. Vollkommen in Ordnung. So. Den Toxiken wir jetzt. Bam. EQ kommt. Vollkommen in Ordnung. Kein Problem mit. Wir gehen wieder hinter den Zap. Kein Problem mit. Absolut kein Problem mit. Wir können uns gegen recovern. Also mit Black Sludge halt. So. Angenehm. Sehr, sehr angenehm. So, wir gehen wieder in den Sub. Er drückt wieder EQ. Vollkommen in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Aber da können wir ja schon mal rausfinden, wenn wir jetzt sagen, gegen Naganadel, Flamethrower, na gut, das ist jetzt gegen Scissor, gegen Rune, upsala, falsch geschrieben. Oh, you dual hazards. Na gut, noch kill ich ihn halt nicht. Aber wir können jetzt eigentlich wieder rausgehen in Elf und er wird nicht auf Shadowclaw gehen und die killt mich ja auch nicht. Das haben wir ja schon herausgefunden. Soweit sind wir. Ja. Ja, 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 ja. Fein. Fein, fein, fein. Okay. Sieht immer noch nicht so geil für mich aus. Muss ich ehrlich gestehen. Aber ist vollkommen in Ordnung gerade noch. So, EQ kommt. Killt mich die Shadowclaw in der Range. Auf der Range. Mein Fehler. Und kill ich ihn. Wir haben Whimsicott. Wo ist es denn? Da. Whimsicott. Noch nicht. Der hat mich ja vorhin schon angegriffen damit. Da, Shadowclaw. 36%. Den leben wir. Und wir können auf Moonblast gehen. Und danach Tailwind. Wenn Scissor reinkommt. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Voila. So, Samazenta kommt rein. Okay, schön. Den weg zu haben, gefällt mir richtig gut. Nice. So, Scissor kommt jetzt rein.
Tailwinden wir einmal. Kann von mir aus gerne Bullet punchen. Oh, eine andere Frage, die ich jetzt habe. Eine andere wichtige Frage. Er ist kein Band, das weiß ich ja. Nicht Moltres. Hooper. Ja, das, der Bullet Punch wird killen. Safe Call. Dann haben wir Oyo Sword Dance, Bullet Punch. Oh, das ist ohne Investment. Aber wir haben herausgefunden. Ich will nochmal genau nachkalken. Da, Bullet Punch. Hat auf Lotso. Lotso. Hat der Bullet Punch von Scissor. 68% gemacht. 252. Bullet Punch. Adamant. Haut ja immer noch nicht hin. Ist er doch Bandit? Hab ich mich verguckt? Okay. Choice Band. Hab ich verguckt vorhin? Jetzt haut er vorne und hinten nicht hin. Warte mal. Red Riot. Use Bullet Punch. Lotso lost 68%. Also wir haben jetzt einen Scissor. Adamant 252. Ja. Gegen Komala. Max Damage 63%. Übersehe ich wieder irgendwas? Techniker. Ich habe Techniker übersehen. Technician. Okay. Dann ist er kein Band. Und hat mir maybe eine Max-Roll gegeben. Nee, hat er nicht. Das hat er auch wieder nicht hin. Ah, das hat vorne und hinten nicht hin. Warte mal, Choice Band mit Damage. Choice Band mit Damage. 18. Nee, der ist Choice Band. Der ist Choice Band. Scheiße, wie viel macht er gegen Naganade? 60-70%. Ich könnte ihn tanken. Ich könnte den tanken. Aber hab dann nichts mehr, was ich machen kann. Choice Band Scissor. Also ich kann den tanken. Zu nah. Schauen wir nochmal. Bestien Boost, Timid, Black Sludge. Da, Prozentzahl. Wir haben 68%. Bullet Punch. 25% Chance, mich zu killen. Muss ich leider eingehen. Wir haben sogar 69%. Ja gut, 68,2. So. Ich muss auf Flamethrower gehen. Mein einziger Way to do jetzt. Danach verliere ich, glaube ich, gegen Lycanroc. Oh. Shit. Shit, 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 shit. Ja, das haben wir verloren. 3-0, 4-0, irgendwie so. Bullet Punch killt nicht. Aber der ist weg. Das ist zumindest auch schon mal was. So, jetzt kann er an Lycanroc gehen. Kann Azeroth drücken. Den tanken wir auf jeden Fall nicht mehr. Ich kann auch auf Sludge Wave gehen. Azeroth kommt, killt mich natürlich. Wir gehen mit Jawa, gucken, ob wir noch einen tanken. Und was drücke ich eigentlich gegen? Den, für den Fall, dass wir einen tanken. Gegen Lycanroc. Hooper. Hooper, wo ist Hooper? Der ist Full Health und wahrscheinlich auch noch, wie heißt es denn? Focus Sash, kann ich mir gut vorstellen. Hooper Unbound gegen Lycanroc, normal. Lycanroc, PU Sword Dance, sagen wir mal. Der Azeroth killt mich nicht. Ich kann ihn nur mit Hyperspace Fury killen, das heißt, ich muss darauf gehen. Ja, okay. Er hat anscheinend. Er ist Adamant. Er ist Adamant. Ich habe mit Jolly gekalkt. Ist egal. Ja. GG. Wir haben 3-0 verloren. Hat sich das Warten nicht gelohnt. Schade. So. Ja. Das Bandit Scissor. Gut, hätte ich mitrechnen können. Aber, naja. Ich glaube, an einer anderen Stelle war mein Naganade am Ende zu low. Und ja, es hat unlucky gelaufen. Sag mal, Senta hat ein paar Probleme gemacht. Ah, was heißt ein paar Probleme? War eigentlich gar nicht so krass gegen mich. Rotom, keine Ahnung, was das Ding noch gemacht hätte. Pixie, das mit Pixie war am Anfang so widerlich.
Das mit Pixie war widerlich. Holy shit. Ich hätte auch nichts anderes machen können. In dem Moment. Dir auch. So, er hat mir noch einen schönen Abend gewünscht. So, wünsche ich ihm auch natürlich. Und damit würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne positiv bewerten. Das schreibt in die Kommentare, wie ihr den Kampf fandet. Und ich würde sagen, lautet rein. Schauen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.